Nach-, Vor- und Querdenken am Roman-Herzog-Institut. Heute mit Professor Dr. Holger Bonin. Er ist Forschungsdirektor am Institut zur Zukunft der Arbeit. Herr Professor Bonin, viele sprechen im Zusammenhang mit der Digitalisierung vom Ende der Arbeitsgesellschaft. Kann man das so sagen? Nun, die Sorgen, um dass uns die Arbeit ausgeht, die sind nicht neu. Die gibt es schon seit der Industrialisierung. Sie gibt es in den 50er Jahren, als die Maschinen in den Unternehmen Einzug gehalten haben. Die gab es, als der Computer in den Unternehmen Einzug gehalten hat. Und den gibt es jetzt wieder mit dem, was wir Arbeit 4.0 nennen, Digitalisierung. Es sind etwas diffuse Ängste, wenn wir auf das schauen, was wir beobachten können. Und auch das können wir sozusagen bewerten, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Dann sehen wir im Moment wenig Hinweise, dass es sich um ein komplett neues Phänomen handelt, dass uns die Arbeit ausgehen könnte. Es ist eher eine Evolution als eine Revolution. Wir werden auch in Zukunft arbeiten müssen und dürfen. Welche Tätigkeiten und Berufe werden von dieser Automatisierung denn stark betroffen sein und welche weniger? Wir denken gerne in Tätigkeiten und nicht in Berufen als Ökonomen. Das hat damit zu tun, dass sich Berufe ein Name sind, der sich leicht verändern kann. Wichtig ist, was Menschen tun. Und da sehen wir natürlich, dass Maschinen, moderne Technik unterschiedliche Dinge unterschiedlich gut ersetzen kann. Insbesondere kann ersetzt werden routinemäßige Tätigkeiten. Das können manuelle Tätigkeiten sein, das können aber auch nicht manuelle Tätigkeiten sein, so wie Buchführung zum Beispiel. Dadurch geraten Menschen unter Druck, die es bis jetzt in vielleicht relativ gesicherten Job hatten. So die klassischen Accounting-Berufe, selbst Programmierarbeiten können zunehmend automatisiert werden. Es sind also Menschen, die durchaus eine gute Bildung bis jetzt hatten, die erleben eine Veränderung ihres Berufsbildes. Das bedeutet nicht, dass der Beruf komplett wegfällt, sondern es entstehen die Tätigkeiten innerhalb eines Berufes wandeln sich. Der Arzt, der seine Diagnose jetzt teilweise über Big Data gestellt bekommt, indem er den Computer zur Hilfe nimmt, der hat vielleicht mehr Zeit, dann mit den Patienten tatsächlich in Kontakt zu treten. Und wie sehen jetzt die beschäftigungspolitischen Konsequenzen der von Ihnen gerade skizzierten Entwicklungen aus? Nun, das sind zwei. Man muss einerseits den Menschen helfen, die tatsächlich diesem Strukturwandel nicht zurechtkommen. Das gilt auch für den Strukturwandel, den wir in der Vergangenheit gesehen haben. Wir sehen bei jedem Strukturwandel, dass es Verlierer gibt, die man nicht abhängen darf, die man quasi wieder fit machen muss für das neue Umfeld. Und längerfristig gesehen ist der zentrale Schlüssel tatsächlich Flexibilität den Menschen beizubringen. Und ich sage das ganz bewusst, denn das ist eine Eigenschaft, die man tatsächlich über Bildung, über Qualifizierung tatsächlich vermitteln kann. Es geht darum, also Vorsorge wird zu treffen sein. Und das ist im Wesentlichen eine große Bildungsaufgabe. Menschen werden möglicherweise eben nicht mehr 50 Jahre lang die gleichen Tätigkeiten im gleichen Beruf ausüben, sondern sie werden sich verändern und man muss sie eben unterstützen dabei. Da gibt es Ideen, wie eben man Menschen beim, wir sagen oft gerne etwas vereinfachen, lebenslanges Lernen begleiten kann. Es geht tatsächlich darum, die Flexibilität aufrechtzuerhalten. Auch da sehen wir heute schon ganz gute Beispiele, durchaus auch in weniger qualifizierten Berufen. Mein Lieblingsbeispiel sind da immer die Dachdecker, die tatsächlich mit 65 nicht mehr auf dem Dach stehen können, es aber auch nicht mehr tun. Wir wissen, dass heute von 100 Menschen, die als Dachdecker beginnen, schon im Alter 50, 80 nicht mehr als Dachdecker arbeiten. Die meisten Menschen wegen andere Wege im Lebensverlauf. Und darüber muss man sich klar machen, dass die Menschen sich darauf einstellen und man braucht eben die entsprechenden Unterstützungsmaßnahmen, damit es nicht mehr so, weil es natürlich mit Risiken behaftet ist, wenn man sich verändern muss im Lebensverlauf. Und diese Risiken muss man absichern. Da kann eine neue Form der Arbeitslosenversicherung letztlich, die schon greift, bevor man den Job verloren hat. Und welche Kompetenzen und Fähigkeiten werden Ihrer Meinung nach in der Arbeitswelt von morgen besonders gefragt sein? Das ist nicht ganz leicht zu sehen. Es werden die Tätigkeiten und Kompetenzen sein, wo es um Nicht-Routine geht. Das ist eben alles, was man gar nicht so leicht eben abarbeiten kann, was man aber auch antrainieren kann. Tatsächlich schon bei kleinen Kindern kann man über solche tatsächlich beginnen, die Offenheit für Neues, die Neugier, die Veränderung und auch die sich einstellen auf eben Dinge, die ich nicht einfach
mit 0815 Lösungen mit Dienst nach Vorschrift bewältigen kann, sich einzustellen. Das ist eine große Herausforderung, weil diese Tätigkeiten, die wir heute schon in vielen Managementberufen, in anspruchsvolleren Berufen, in Kreativberufen auch tatsächlich sehen, die werden in Zukunft mehr werden, weil die Routinearbeiten, das, was eben mich mit Daten, mit Big Data lösen kann, das übernimmt der Computer, das übernimmt die Maschine und ich schaffe Freiräume für mehr Interaktionen zwischen Menschen, für eben anspruchsvollere, kreative Tätigkeiten. Und das muss ich lernen. Kreativ sein ist nicht jeder von Anfang an, sondern ich muss diese Dinge vermitteln. Da geht es eben nicht darum, zu wissen, was eins und eins ist, dass das zwei ist. Das macht die Rechenmaschine sehr viel schneller, als was der Mensch kann. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.